Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. In der letzten Folge mussten wir leider feststellen, dass an der Universität leider keine der Fireflies mehr zu finden ist. Sie sind weitergezogen zu einem Krankenhaus. Joel lebt tatsächlich noch nach diesem schweren Unfall. Wir sind aktuell als Ellie unterwegs. Leider haben wir gerade erst vor kurzem unser Pferd verloren, weil diese Hunter es erschossen haben, um uns aufzuhalten. Und jetzt sind sie auf der Jagd nach uns. Somit hat sich das Kapitel The Hunt von der Jagd auf einen Hase bzw. einen Hirsch in die Jagd auf uns verwandelt. Mal sehen, ob wir ihnen nicht entkommen können. Ein Pfeil. Ich habe eindeutig zu wenig Munition. Shit. Sie kann auch wenigstens das, was der Joel konnte. So, der kommt schon mal her. Und der offensichtlich auch. I don't like this. Sehr schöne Munition. Beziehungsweise, schon die ganze neue Waffe. You son of a bitch. Die Munition für mich dabei. Ach, keiner von den beiden hat Munition. Ich habe auch kein Medikit. Scheiße. Du blöder Pisser. God fucking damn it. So. Sehr schön. Den hattest du definitiv verdient. Wo ist er denn? Da oben liegt er. Ach, keine Munition. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt, Leute. Ich brauche Munition. Oh, da ist schon mal was zum Heilen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, da ist noch was drin. Kann sie ja nicht auch Sachen bauen? Ja, sie kann sich ein Medikit basteln. Davon haben wir eins. Das könnten wir vielleicht auch mal benutzen. Okay, das Medikit möchte ich jetzt gerade noch nicht benutzen. Oh shit, ich habe nur noch 2 Schuss. Es ist halt einfach mal gar nichts, wenn ich überlege, wie viele von diesen Typen hier rumrennen und uns tot sehen wollen. Was war da? Achso, so eine Flasche. Nein. Nimm lieber wieder den Brick mit. Das ist viel lustiger, wenn man jemanden den an den Schädel wirft. Macht viel mehr Spaß. Oh shit, da hinten sehe ich doch einen stehen. Den hätte ich von hier tatsächlich sogar getroffen, aber... Das wäre jetzt eindeutig zu offensichtlich. Ich versuche mal, mich da hinten rum in diese Klos zu schleichen. Vielleicht gibt es da noch was für uns. Und außerdem stimmt, der eine Typ hatte noch... Ah, genau, die Schrotflinte da gelassen. Blatt nach. Aber dann wähle ich jetzt trotzdem erstmal noch den Bogen aus. Mit dem... Kann ich auf jeden Fall jemanden noch leise ausschalten. Was mit Sicherheit nicht schaden kann. Gut, er hat mich nicht gesehen.
Oh shit. Dafür hat er mich gesehen. Fuck, ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Und jawohl. Wo sind die? Da hinten kommt jetzt einer. So viel zu dir. Sehr schön. Pistolenmunition. Hockt da einer? Da hockt doch einer. Mist. Das Kind hat euch gefunden, reicht das nicht? Scheiße. Das war's. Leider auch mit meiner Munition. Von der Waffe zumindest. Oh Mann, dass ich immer alles sofort mitnehme. Ohne wirklich zu gucken, was es ist. Leider eine eher schlechte Idee. So. Hopp. Schaffe ich es, dem seine Waffe einzusammeln, ohne dass mir irgendjemand das Hirn rausbläst? Der hat keine Munition. Der hatte Munition. Yes. Nachladen. Sehr gut. Dann schaue ich da mal rein. Es scheinen fürs Erste alle gewesen zu sein. So ein Lappen. So, hier haben wir das Boot. Hier gibt es aber nichts. Oh oh. Ich will da ganz gern ungesehen rein. Okay. Den direkten Weg nehme ich mal lieber nicht. Okay. So fall in the water. So fall in. Oh shit. Das ist eigentlich doch mal eine coole Aussicht da hinten. That's fucking nice. What do we have here? Einmal da runter. Und da wieder rauf. Ah, beziehungsweise da rein. Einmal hier durch und mal schauen, hier sind bestimmt wieder die nächsten. Nicht mal. Nicht mal. Ah, ein Comic. Cool. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um einen Comic zu lesen, würde ich sagen. No. Ach so, da. Okay, habe ich mir jetzt schon mal den Weg frei gemacht, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass er blockiert ist. So muss das sein. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und die haben sich die Kerle doch bestimmt niedergelassen, oder? Mich wundert eh, dass jetzt hier noch keiner steht und auf mich schießt. Hang in there, Joel. Komm ich da ungesehen durch?
Da hinten kommt's, weil ich sehe sie. Scheiße. Ah, ich muss durch das Haus. Nein. Wie viel waren das jetzt in Summe? Man down. Ja, los, geh hin. Sehr schön. In Reihe und Glied aufgestellt. That's how I like it. Oh shit, da ist ja noch einer. Und da kommen noch mehr. Scheiße, das war leider mein letzter Pfeil. Aber fucking nice. Komm, wir haben bestimmt Munition für mich dabei. Irgendeiner. Oder zumindest ein Pfeil von mir zurück, jawohl. Ja, kann ich den Pfeil auch wieder nehmen? Ach komm, ich will lieber Munition. Scheiße, keiner von dir hat Munition dabei gehabt. Na, mit dem Schneemobil, würde ich sagen. Aufsitzen und los geht's. Hm. Wohl doch nicht so einfach. Müssen wir ins Haus rein. Auch wenn ich das nicht für eine gute Idee halte, aber wir werden nicht drumherum kommen. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Davon mache ich mir jetzt auch ein. Es kann nicht schaden, sowas dabei zu haben. Für den Notfall. So, ich nehme auch lieber Pfeil und Bogen, wenn ich ehrlich bin. Ist wohl sicherer hier drin, um nicht gleich alle aufzuschrecken. Die Tür lasse ich zu, ich gehe hier durch. Es ist definitiv leiser. Ja, genau. Wahrscheinlich hat das Ding ewig Lärm gemacht. Da haben wir noch was. Ganz schön laut. Ganz schön laut. Oh! Fucker! Ist er der Einzige? Offensichtlich. Was macht der da? Sollte mich nicht weiter stören. Was auch immer er da draußen treibt. Auf jeden Fall kommt er nicht hier rein. Ach komm. Man müsste irgendwo einstellen können, dass sie nur Bricks mitnimmt. Ich hab Schritte gehört. Oh shit. Fuck, hey. Das wäre fast ins Auge gegangen.
Mist. Und das Messer rein. Mist, Kerl. Du sagst das. Motherfucker. Okay. Scheint hier drin sicher zu sein. Ich hoffe auf jeden Fall. Jetzt geht's hinten raus. In die Freiheit hoffentlich. Oh. Oh oh, es wird laut. Nein! What? Keep him alive here. Holy shit! What? Alter! Wie krass ist das denn? How are you feeling? Super. Here. You should eat. I know you're hungry. You've been out for quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? No. No, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. Awfully quick to judgment, considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice? Is that it? You kill to survive, and so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary, I've been quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm gonna be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Oh. Girl, you are making it very difficult to keep you alive. What am I supposed to tell the others now? Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? Hmm? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Ellie?
Okay, da sind wir wieder bei Joel. Mal sehen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, das ist Munition für uns. Das letzte Mal nach. Na, der kann sich ja kaum auf den Beinen halten. Oh je. Ob das so eine gute Idee ist, dass er da jetzt rumläuft, aber auf der anderen Seite natürlich, er muss Ellie helfen, da sie, wie er noch nicht weiß, gefangen gehalten wird. Das ist eine kleine Badewanne. Okay. Okay, hier gibt's nichts mehr. So, wie komme ich jetzt am besten bis dahin, wo sie gefangen gehalten wird? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Vor allem mit der Wunde. Ellie! Where'd she run off to? Ob hier noch irgendeiner von diesen Mistkerlen rumläuft und uns auflauert? Ich hoffe doch nicht. Was machen die hier? Ernsthaft, warum? Da ist ja noch einer. Der im Kreis läuft. Oh, Scheiße, ich bin ja mal richtig daneben. Bist du betrunken? So, das war mal sein Scheißschädel. Fuck, ich habe kein Medikit, ich weiß nicht. Ich die. Oh, na toll. Natürlich. Aber natürlich daneben. Sehr schön. Sehr schön, jetzt hauen die schon mal ab. Okay. Hat er was für mich? Nö. Super. Ganz toll. Ich bin wahnsinnig begeistert. Ah, Gott sei Dank. Oh shit. Jetzt kann ich wieder die hier ausrüsten, zumindest. Das ist ja schon mal was wert. So. Ja, run. Bitch. Der Munition für mich? Nein. Hey, ich brauche so ein verficktes Medikit. Kein Alkohol dabei. Das ist ganz schlecht. Oh shit, hey. So, jetzt zwei. Hey, ich hätte beide erwischen müssen. Mist, hat das nur eingetroffen? Kann ja eigentlich überhaupt nicht sein. So, laut nach. God fucking damn it, und der zweite läuft auch immer noch. Oh, zum Glück. Was für die Gesundheit. Verdammter Mist. Oh. Der Tritt war gut.
I don't think so. What the fuck? You wait here. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't alive. I ain't. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait! Ah, holy fuck. Wakey, wakey. Come on. Let's go! Stop! I warned you. I'm infected! I'm infected! Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it! I'll play along. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Oh ja, ganz dringend. Wo geht's denn hier weiter? So, was haben wir hier? Noch ein Medikit und hier gar nichts. Mist. Komm schon, ich brauche eine Waffe. She's gone away. Und so viel zu dir. Und eine Waffe. Zwar nur mit einem Schuss, aber das ist besser als nichts.
Nein, 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 lass los. Puh, holy fuck. Where do I go? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe immer noch keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. So, habe ich es jetzt endlich geschafft? Oh, fuck. How do I get out here? Da rein. Shit. Nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Aber hier ist niemand. Na toll, warum ist der immer wieder da, wo ich bin? Das gibt's doch überhaupt nicht. It's all right. Ich habe gerade eine Waffe gehabt. Ah! Gonna have to come get these keys. I know you're not infected. No one that's infected fights this hard to stay alive. I gotta get those keys. And I will. I gotta admit. Yeah, boy. Oh, leck. Jetzt kommt er mit seinem Messer. Holy shit. You know, you keep surprising me. Shame you wouldn't come around. But it's too late now. There. Und das nächste Mal mit dem Messer. Gut, wenn ich auf die Uhr schaue, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.